gibt es zurück. Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich hab dir gesagt, das geht schief. Okay, Leute, wie es aussieht, wird hier... Geht hier gerade richtig... Alles schief? Okay, ja, wir wollen da mal die Typen da unten umbringen. So, zack, Arno, raus aus der Deckung, bitte. Und kill ihn. Zack! Okay. Perfekt. Gerne. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, die haben uns gesehen. Na super. Okay, Leute, wir brechen aus dem Gefängnis aus. Das ist super. Im letzten Part. Oder ja, für die Leute, die nicht wissen, wie wir reingekommen sind, schaut euch die letzten Parts an. Ich werde es trotzdem mal noch kurz erwähnen. Zack, erstmal eine Rauchbombe werfen. Zack, weg ist der. Und zack. Okay. So, ach, du lebst noch? Du lebst noch? Weg ist er. Okay, ja, wir haben hier Missionsziele mit zwei Rauchbomben verschwinden, deswegen werfen wir gleich noch eine. Okay, hey, 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 du schießt hier auf gar keinen. Zack. Okay, 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 kill sie, Arno, kill sie. Okay, wir haben im letzten Part herausgefunden, dass unser Vater wohl ein Assassine war, wobei das irgendwo auch klar war. Zack, weg ist er. Okay, hoch um heilen zu drücken. Das ist wie in Assassin's Creed 2. Okay, wie es aussieht, ist der gute... Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Ist der gute Typ hier auch ein Assassine? Oh Gott, wir wollen umdrehen. Oder wie? Oh Gott, na klar. Rauchbomben. Einfach rennen, Alter. Wir sollen hier gar nicht raus. Ja, super, dann bin ich umsonst weggerannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, okay, Leute, das ist gerade extrem stressig für mich. Okay, zack. Okay. So, wir sind mehr oder weniger draußen. Jetzt müssen wir auch nur noch komplett weg von diesem kacken Gefängnis gehen. Okay, wohin müssen wir? Wohin müssen wir, Freund? Okay, ja, da war eine rote Kiste, die kann ich aber leider noch nicht öffnen. Los, mach die Tür auf, mach die Tür auf. Belek war sein Name. Ah, ich glaube Pierre Belek. Zack. Okay, der hilft mir schön. Okay, ich glaube, wir sollten die, die versuchen, auf uns zu schießen. Oh Gott. Nein, heilen, heilen. Perfekt. Oh Gott. Oh Gott. Ja, die machen auch echt gut Schaden. Zack, ich muss erstmal wieder in das... In die Kämpfe von Assassin's Creed reinkommen. Es ist echt eine Weile her, dass ich das letzte Mal Assassin's Creed gezockt habe. Okay. Ah, die können wir noch plündern. Wunderschön. Und jetzt? Zack. Brillant. Und wie kommen wir wieder runter? Ach, der Typ hat schon bestimmt eine Idee. Vertrauen wir echt auf ihn. So, zack. Weiter nach oben, weiter nach oben. Komm schon, Arno. Ja, gut. Das wäre eh schlecht für dich ausgegangen. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Merde. Oh Gott. Ja, dann wollen wir mal den Todessprung machen. Den muss nämlich jeder Assassine drauf haben. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Unity. Ja, das war jetzt mehr oder weniger nur das Intro. Jetzt wird es natürlich erst richtig abgehen. Leute, ich überlege, einfach die Ladezeiten rauszuschneiden, weil die echt extremst lange dauern teilweise. Und das regt mich ein wenig auf. Aber hey, das Spiel sieht auch einfach richtig geil aus. Deswegen ist es zu verzeihen. Halbwegs. Leider nur halbwegs. Ich glaube, ich werde sie wahrscheinlich echt ab und zu mal rausschneiden, wenn die wirklich zu lange dauern, so wie hier gerade oder in den ersten drei Parts. Okay. Ja.
Das wird wohl noch eine Weile so gehen. Okay, ich werde die jetzt einfach nicht rausschneiden, weil ich hier gerade noch gelabert habe. Und die ist jetzt eh zu Ende. Oder sollte jetzt zu Ende sein. Oh Gott, was war denn das gerade? Oh, nichts. Okay. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Er... Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Ach du Heilige, das waren gerade echt ein Haufen an Informationen. Ja, Leute, das war teilweise auch klar, dass wir wirklich an dem Tod schuld sind, weil ich habe damit schon gerechnet, dass das in dem Brief drin stand. Aber Elise, eine Templerin? Oh Mann, ja, besser kannst du unseren guten Arno ja nicht laufen. Natürlich sterben alle, um die er sich halbwegs irgendwie gekümmert hat. Oder so wie Elise eine Templerin ist, kann er einfach nichts mehr mit ihr haben. Ich wollte gerade sagen, nichts mehr mit ihr anfangen, aber das war ja irgendwo mies. Trotzdem, sie Templerin wie Assassine. Mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aktivieren wir unser Adlerauge. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Das fragst du mich? Okay, das ist höchstwahrscheinlich eine Karte dahin, wo wir hin müssen. Okay, und darf ich dann endlich auch mal wieder steuern? Paris. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden und oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiterzuverfolgen. Gut, ja, ich würde sagen, bevor wir erstmal irgendwas machen... Kommt erstmal das hier. Ja, leider keine perfekten Paraden hinbekommen. Echt schade. Okay, ja, bevor wir jetzt irgendwas machen, würde ich sagen, wir holen uns einen Aussichtsturm und von dem weiß ich schon, dass er da hinten ist. So, ich habe das Spiel mir schon teilweise ein wenig angesehen.
Ach du Heiliger, ist das laut hier. Ich muss das mal kurz auf den Kopfhörern ein bisschen runterdrehen. So, zack. Okay, wo war das? Wo war das? Wir sind gerade hier. Und ich würde gern hier kurz mir den Aussichtsturm holen. So, zack. Okay, ja, am besten laufen wir nicht unten in den Straßen, weil die Leute da sind echt laut. Okay, ja, hier oben auf den Dächern hat man schon viel eher seine Ruhe. Okay. So. Wir holen uns den Aussichtsturm, dann können wir uns direkt zur nächsten Mission begeben. Zack. Ach du Heilige, das wird nicht gut enden. Zack, tut mir leid, dass ich auf deinen Kopf gesprungen bin, Bro. Aha. Okay, Notre Dame. Zack. Okay. Na, Arno, kommst du da auch hoch? Zack, ja, natürlich. Unser super kleiner Affenfreund hier. Kannst du hier an dem Fenster hochklettern? Nein, kann er nicht. Okay, dann nehmen wir die Statue. Natürlich geht das hier. Perfekt, okay. So, dann wollen wir mal ein bisschen nach oben. Okay, ich weiß, ihr könnt schon kaum darauf warten, bis wir die nächste Mission starten. Aber ihr müsst euch kurz gedulden, Freunde. Denn wir wollen ja auch etwas Aussicht genießen. Okay. Zack. Okay, ich glaube, dann werden wir jetzt in der nächsten Mission zum Assassin, wenn ich mich recht entsinne. Und dann geht das Spiel erst richtig los, Leute. Okay, ich weiß ja schon, wie man hier hochkommt, teilweise. Zack, zack. Man kommt leider erst nur hier rüber. Ich bin hier erstmal ein halbes Jahr rumgelaufen, um zu gucken, wo ich hier überhaupt hoch kann. Okay. So, Arno, ein wenig schneller, bitte. Ein wenig schneller. Perfekt. Okay, und dann hier rüberspringen. Zack. Und perfekt. Dann genießen wir mal die wunderschöne Aussicht von hier oben. Echt ein wunderbarer Ausblick. Okay. So, dann wollen wir keine weitere Zeit verlieren und markieren uns direkt unsere Mission. Auf dem Weg dahin finden wir einen weiteren Aussichtsturm. Dann holen wir den auch gleich mit. Ich meine, wenn er schon auf dem Weg liegt, warum nicht? So, zack, ja. Schön, dass es Alarmglocken gibt und es gibt hier echt extremst viele Menschen. Ein bisschen zu viele für meinen Geschmack, wenn ich das sagen darf. Okay, so. Und wir rennen natürlich nicht die ganze Zeit über die Straßen, weil das natürlich viel zu langweilig wäre. Ich suche mir am besten eine Wand, an der man mal hochklettern kann. Ja, nicht hier rein, Arno. Das ist nicht cool. So, oder wir laufen doch einfach nur durch die Straßen, von mir aus. Okay, ich glaube, da oben ist der Aussichtsturm. Das sieht sehr so aus. Okay, ja, macht mal Platz, Leute. So, zack. Immer nach oben, wenn ich bitten darf. Los, kletter weiter, mein Freund. Zack, und ich finde diese Animation, wie er hier an den Gebäuden hochklettert, auch echt super. Sieht echt cool aus. So, zack, hier kommst du nicht hoch. Doch, kommt er perfekt. Okay, ja. Ja, ein bisschen hoch. Ein bisschen schneller, mein Freund. Ein bisschen schneller. Komm, wir haben heute noch ein paar Sachen zu erledigen. Okay. So, dann sollten wir gleich da sein. Perfekt. Ja, ein bisschen hier lang. Und super duper. Okay. Und Leute, es gibt verschiedene, verschiedenfarbige Karten. Karten sage ich. Schätze auf der Karte, wie ich bemerkt habe. Und wir können, glaube ich, bis jetzt nur die weißen Karten öffnen, Schatztruhen öffnen. Die roten, dafür brauchen wir eine bestimmte Fähigkeit. Bei den blauen, stand letztens ein Tipp. Ich habe nicht gelesen, wie man die öffnen kann. Und dann gibt es, glaube ich, noch gelbe, wenn ich mich recht entsinne. Bei den gelben habe ich keine Ahnung, wie wir die öffnen können. Okay. So, ja. Ein bisschen schneller. Dann dürfen wir auch gleich weitermachen. So. Da unten ist der Heuballen. Perfekt. Zack, und ich muss sagen, ich liebe diese Sprünge. Die sehen echt geil aus. So, und ganz kurz noch, weil
hier gerade eine Truhe rumliegt. Nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Zack. Okay, Arno, hier lang. Und da liegt sie auch schon. So, die können wir natürlich einfach so öffnen. Zack. Und dann bekommen wir auch ein bisschen Kohle. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. So. Okay. So, dann rennen wir hier runter, Arno. Ich drück Kreis, du sollst runter parkouren. Okay. So, Richtung Mission. Und dann geht's auch direkt weiter mit der Story. Zack. Okay. So. Und einmal starten. Die Wiedergeburt. Sequenz 2. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Ja gut, mein Freund, wir wollen ja auch ein bisschen gefordert werden. So, untersuchen das Innere von Saint-Chapelle. Saint-Jabel, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Sainte-Kapelle. Okay, so, zack. Okay, das sieht auch schon richtig nice hier aus. Zack, bringt mir mein Adlerauge irgendwas. Aha, hier sieht man ein paar... Was soll ich denn mit diesem Medaillon anfangen? Keine Ahnung. Ah, und da leuchtet schon was gelb. Perfekt, dann wollen wir da direkt hin. Zack, denn mit gelben Objekten können wir interagieren. Haben wir irgendwo in einem Part gelernt. So, zack, nein, Arno, runter hier, perfekt. So. Dann interagieren wir mal. Was können wir damit machen? Aha, vielleicht legen wir einfach mal das Medaillon rein und schauen, was passiert. Okay. Okay. Gut, dann bilden die Kronleuchter wohl einen Weg. Und dem möchten wir dann auch folgen. So, Arno. Zack. Spring hier mal rüber. Bams. Das sieht natürlich auch wieder richtig gut aus. Zack. 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 Oh Gott. Leute, dann wollen wir mal ins Nichts springen. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Das ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesen Tunneln aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Okay, ja, ich war gerade ein bisschen da bei der Statue, weil... Leute, kann das sein, dass das Ezio war? Machst du dich lustig? Sie sind ziemlich ähnlich. Und ja, unser Arno ist hier... Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Nicht wirklich gerade überzeugt von der Sache hier. Okay, wir sind wohl dieser Kandidat. Dann wollen wir mal. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir vortreten, beende ich den Part hier. Das war's für heute. Mein Name ist Vitus und wir treten im nächsten Part nach vorne. Ciao.